Mann, Mann, Mann. Willkommen zurück zu Stardew Valley. Da war die gestrige Folge echt zu kurz, aber ich dachte, die wäre viel kürzer und wir könnten 2 Tage machen. Dann gucke ich auf die Zeit und denke, I've got an unusual request. Could you keep in secret? I want to deliver an Amethyst. Okay. Wilf möchte Emily einen Amethysten schicken. Machen wir. Emily kriegt den Amethyst. Ja, Clint und Emily, da geht doch was, ne? Eisen machen. Hi Meets. So, Mr. Snuggles ist auch ready to go. Einmal um die Hühnchen kümmern. Guck mal, jetzt haben sie wieder Eier gelegt. Die Hühner. Ach, da unten. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sehr stolz. Jetzt zack. So, dann holen wir uns hier mal nochmal hier Stroh. So. Erledigt. Hühnchen geht's gut. Hühnchen sind warm. Alles ist toll. Sonst ist hier nichts zu erledigen. Ich glaube nicht, oder? Ja. Sieht alles gut aus. Ich brauche ein Rezept, aber das ist egal. Wir können leider erst um 10 los. Dementsprechend überlege ich gerade, aber ich will auch keine Energie verbrauchen. Wir gucken uns mal an, wie das Steel-Fälchen hier, hier so funktioniert. Wenn wir dann drüben sind. Jetzt eigentlich keine 2 Stunden hier warten. Das ist echt blöd. So. Bomben. Wir haben die super Space Boots. Sollten hier im Pausebildschirm bleiben. Kein Problem. Was können wir denn noch machen gerade? Ist ja im Winter so wenig zu tun. Also wir könnten Winter Seeds ausbringen, aber ich finde halt immer Winter Seeds sind so, ne. Da kann man halt nebenbei auch einsammeln, ne. Ich würde gerne nur noch meine Farm umbauen. Für den Sommer dann. Ist auch schon explizit eine Idee, aber muss man sich mal angucken, wie wir das machen. Also erstmal würde ich gerne alles in Reihen machen. Dann immer mit einer Reihe Platz dazwischen. Einfach damit man vernünftig durchgehen kann und es keine Probleme gibt damit. Und dann auch besser einsammeln kann. Ah, mal gucken. So. Gehen wir mal Pam ein Stück entgegen. Mal gucken, wo die ist. Die müsste ja so in einem Stündchen ungefähr hier auftauchen. Dann wagen wir uns noch einmal in die Wüste. Und wenn es wieder so eine Mistaktion wird wie letztes Mal, lassen wir es halt erstmal und gucken, dass wir bessere Klamotten zusammenkriegen. Wir mal kurz Shop gehen. Heute ist Samstag. Hier wird irgendwas Interessantes, was du verkaufst. Nö. Flooring. Steine. So. Ein Bouquet. Ein Bouquet haben wir aber schon. So. Saplings könnte man eigentlich auch mal machen. Was ist denn im Frühling? Boah, aber 3400 WTF. Ich hätte gerne noch ein bisschen Gold übrig, ne? So ein, zwei Gold. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Üb. Haben wir durchgeschoben? Warte mal genau bis zu der Millisekunde, wo sie da steht. Je mehr Zeit wir haben, umso besser. Wir müssten auch mal einen Angel mit rübernehmen. Ich habe halt Angst, was zu verlieren aktuell, ne? Auf jeden Fall mal zum Angeln her. Oh, da sind Würmchen. Ich sehe Würmchen. Da direkt in der Nähe vom Bus. Das ist ein Buch. Nö. Nee. So, ja, dann gehen wir rein. Also ich hätte gerne ein Prismatic Shard. Das wäre richtig. Ja, also der Cut ist nicht. Oh, aber es ist viel schneller als das andere Ding. Das macht natürlich schon einen kleinen Unterschied aus, ne? Und auf jeden Fall gut aufs Leben achten. Ich habe nämlich keine Lust wieder hier. Ja. Hier noch einen. Hi, oben sehr. Na,
Nirgends. Und Fake A, Alter. Eins, zwei. Komm, gib mir Crit. Gib mir einen Crit. Der haut halt nicht so hart zu, ne? Aber dafür. Was reißen können. Region, ne? Nummer 1. Okay. So wenig wie möglich abbauen, um so viel wie möglich Zeit zu sparen. Vor allem, weil das hier so ein Rundum-Ding ist wieder, wo wir ewig weit laufen müssen. In die Richtung gucken, Mensch. Ich habe so ein Ding gehört hier. So, ich kann jetzt theoretisch den hier machen, ja? Oh Gott. Wir sind am Arsch. Mein Mausklickfinger bricht gleich ab. Hör auf mit dem Nebel. Danke. Ein Glowring. Glowring, Glowring. So. Hier sind gleich durch. Da müssen wir immer noch aus. Nee, nochmal. Ernsthaft jetzt? Ist es euer Ernst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mir das antun wollt hier. Jetzt auch noch welche von unten. Sind das überhaupt für Viecher? Ich weiß Drachen, aber. Yes. Ja, und kein Ausgang. Super. Was haben wir hier? Oh, Hasenpfoten. Nice. Den nehme ich natürlich gerne. Der Eel ist auch richtig gut. Und vor allem Speed. Bei Bomben, damit kann ich auf jeden Fall leben. 5 Geoden bis jetzt. Okay, aber ansonsten kein Iridium, ein paar Volt. Ein paar Karotten nehme ich auch immer gerne mit. Okay, aber nichts Spannendes dabei. Okay, so. Ein Bomben. Wir müssen hier oben gucken. Hoffen, dass hier direkt der Ausgang irgendwo ist. Das kostet uns wieder so viel Zeit. Man kann leider immer erst so spät in die Mine hier, weil Pam muss ja ausschlafen. Ne? Die muss ja ihr Schönheitsschläfchen vorher noch machen. Ja. Upp. Halten aber was aus, ey. Sag mal, ist hier heute allgemeiner Tag der Sebi-Verarsche oder was? Thank you.
eine. Oh Gott, und Non-Elite. Natürlich. Komm in die Ecke. Und dann hat er nur Thermal Boots dabei, ey. Sind übrigens wahrscheinlich keine Elite, sondern sind die männlichen und die weiblichen Unterschiede, aber egal. So. Also erstmal. Stopp! So, dann möchte ich eigentlich ganz gerne hier das Zeug durchwühlen. Hier unten. Ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt. Komm, wir gehen einfach weiter. Irgendwas vergessen, irgendwas versehen, irgendwie ein Iridium oder so verpasst. Irgendwas Nützliches? Nein. Nichts. Wir nehmen den ab. Für den. Diese Drachen, ne, die gehen. Oh, ich bin schon ziemlich down. Diesmal kein Risiko eingehen. Ich bin gerade mal Ebene 4 und ich bin quasi schon tot. Dann kommt hier Kupfer, ne? Sehr schön. Full Concentration. Okay. Ah, da war ein Iridium dabei, immerhin. Stirb! Meine Güte. Was wir hier an Kram kriegen, ne? Das ist unglaublich. Jetzt sage und schreibe ein Iridium, ne? Oh, ein Magnet Ring noch größer. Schon 6 Uhr. Aber ich werde langsam besser. So, jetzt runter. 5. Etage. Ja, lohnt sich total. Im Hintergrund der Krankenwagen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so eine Singlaune habe. Gar nicht. Muss ich aufhören mit ganz dringend. So. Die. Ich an so. Als, ne? Ich gehe nachher mit mehr Bomben raus, als ich reingekommen bin. Ah, guck mal. Oh, guck mal da. Löchchen. Und 8 Etagen kommt. Oh, 7 sind. 7 sind. Und natürlich gleich erstmal ein Drache. Nein, es sind 2. Ja, ne? Eine Magma-Geode. Irgendwas spannend. Außer komischen Slimes. Weiter. Ach du Also wir setzen hier eine, aber so, dass ich rausrenne. Und da haben wir die direkte Leitung. Sehr schön. Also das Level will uns zwingen zu gehen, dementsprechend bleiben wir. Und ernten direkt erstmal Geoden, Eisen und noch ein bisschen Kupfer und ein Quarz. Das war's. Leider. Ja, leider.
So, komm. Ach du. What? Meine Fresse, ey. Yes. Oh. Yes. Meine Güte, was geht denn hier ab, ey? Concentration, würde ich sagen. So. Ach, natürlich mit der Spitze. Voll super. Okay, wir sind zumindest immerhin schon mal Level 15, ne? Oh, und guck mal, wir haben direkt Wurmhöhlen gefunden. 6 Level, 21. War nicht so schlecht, aber es ist schon 10 Uhr, also es wird langsam echt kritisch. Also spätestens um 12 muss ich eigentlich raus. So, irgendwo. Medium, hier ist Gold, hier ist Edelstein. Ne, wir gehen einfach mal weiter, wir gehen einfach mal weiter. Da! Ich glaub's. Wow! Ich hab nicht gesehen, dass ich schon wieder so weit unten bin. Puh! Ignorieren wir die Jungs einfach mal. Gehen weiter. Wir gehen weiter. So. Okay. Iridium. Okay. Es waren keine Iridium-Vorkommen, verdammt. War, glaube ich, sogar Iridium. Keine Ahnung. Egal. Das ist eine Leiter. Eine Leiter. Aber erstmal will ich mein Kupfer haben. Ich. Und durch. Komm. Renn weg, wir rennen weg, wir rennen weg. Ey, wir sind Level 22. Weg. Guck nur schnell, ob irgendwo ein Ausgang ist. Fertig gelegt. Ich nehme gar nichts mit. Wo ist? Okay. Ich wollte eigentlich schon raus, aber ich sehe immer noch die Chance, dass wir hier auf 25 kommen. Ja, genau so. Sind auf 25 gekommen. Unerwarteterweise. Ich dachte am Anfang wirklich, wir werden direkt weg. So. Guck mal, ob ich hier irgendwo
anders dabei. Ihr Event. Nix. Ich dachte, die Ebene lohnt sich noch, aber da war nichts. So. Irgendwo noch ein Iridium vorkommen. Nein, nein, nein. Nur Mist. Fire Quartz, alles mögliche, Kram. Ich würde hier gerne weitermachen, aber wir können nicht. Wir müssen raus. Es ist 1.30 Uhr. Yes, leave the mine. Schnell, 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 schnell. Und die Uhrzeit läuft weiter. Wenn ich jetzt im Bus einpennen würde, dann könnte Pam mich doch nach Hause bringen. Ich meine ganz ehrlich. Ich dachte, ich schaff's noch. Egal. Mining Level 9. Sehr schön. Plus 1 Pickers Prophecy. Und wir gucken noch kurz. Wir haben nicht wirklich was verloren. Wir haben ein bisschen Gold verloren, aber das war halt fürs Einpennen. Ansonsten ist die Beute gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir haben das Level noch geschafft und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.